Hallo, liebe Freunde des gepflegten Let's Plays. Herzlich willkommen zurück zu Catherine. So, wir sind ja mal wieder hier in so einem Zwischenstopp angelangt. Ich glaube, der nächste oder die nächste Level, die uns hier blüht, ist mal wieder ein Bosskampf oder eine Boss-Level. Aber lasst uns erstmal ein bisschen durchatmen und hier ein bisschen mit den Schafen reden. Hier ist auch das Schaf mit den langen Haaren, das wir kennen aus der Bar schon. Das ist von diesen beiden Unternehmern, die diese Anzüge, meine ich, herstellen. Haben wir mit denen an der Bar gesprochen. Legen wir mal los. Those two over there are talking about how to climb. Yeah, well, why don't you join them? You don't sound very enthusiastic. It's a pain. Living, dying, it's not cool. Hopefully there's no annoying guys like my boss. Aha, ja, sehr aufschlussreich. I get it now. Aha. Man, night after night. I'm so tired. It's like what they say. Third times. The charm? Who cares what cliche you're using? When you're a writer, you gotta have a way with words. Choose company, but... Ach, ich glaube, das Schaf mit Brille, das könnte auch dieser Boss sein, oder? Also dieser Barkeeper, aber ich weiß nicht. Ja, kann nicht schaden. Sure. Allow me to start with the technique I developed. Allow me to explain the swing out. Ja, gut. When you pull a block. Das sind aber auch wirklich immer einfache Beispiele hier und die haben ja auch keine Gegner im Nacken und auch keine Fallen sind da aufgestellt. It's useful in tight spaces. Remember this one. Not a bad trick, you think? I have more. Allow me to explain the top row. If a stack of blocks is full of holes, push them. Na gut, die Konstellation muss ich natürlich erstmal bieten, damit ich diesen Trick hier anwenden kann. Ihr sagt das alles so einfach hier, ey. Mann, Mann, Mann. Ich sterb hier. Ich hab jetzt schon wieder Herzklopfen vom nächsten Level hier. Ja, ruhig noch eine Technik. Haben wir bestimmt auch schon unbewusst angewendet hier. Blocks make edge connections on all sides, not just left and right. Suspend them from the walls and make new footing. Ja, alles schön und gut, aber ich glaube nicht, dass ich das praktisch nutzen kann. Ach so, nee, das möchte ich nicht. Ich bin leider ja wirklich etwas in Eile. Der Platz hier lädt auch nicht unbedingt zum Verweilen ein, möchte ich sagen. Guten Tag, Schaf mit Sonnenbrille. Have you heard the rumor about true freedom? They say that true freedom awaits you at the top. What is true freedom? Does that mean that even I can be free too? Free from the life I live? Only gonna find out if you reach the top. Can you stand? Don't be nice to me. I may push you off one of these days. Ja, und diese wahre Freiheit, die das Schaf eben erwähnt hat hier, ist das am schwersten zu erhaltende Ende. Ich glaube, das entsteht nämlich dann, wenn man diese Skala direkt in der Mitte hält zum Spielende. Also ja, das ist denn dieses wahre Freiheitsende. Aber das steht noch in den Sternen, ob wir das schaffen wollen, inwiefern wir hier frei rauskommen werden. Wie gesagt, wir sind, glaube ich, etwas im Positiven im Moment. Ja, ihr seid alle so ein bisschen selbstmitleidig und er zittert hier auch schon auf seiner Kirchenbank. Ja, uns wurde ja gesagt, wir sollen den Leuten hier ein bisschen Mut einreden. Machen wir das doch mal. But what should I do? This place is gonna crumble soon too. Let's go. All we can do. You cold-blooded son of a bitch. Na, nun sagen Sie mal nicht so unfreundlich. Ich hab das ja nur gut gemeint hier. Alles klar. I've been feeling weird lately.
covered in blood. It'd beat up pretty bad too. More bloody from scratches and bites. It's not like that. It's not my blood. Hey, hey. Baby, I've... Meine Güte. Please, get away from me. Du hast das ja auch schon ein bisschen weit geschafft, weiter geschafft hier, gutes Schäfchen. Da solltest du dich über so ein bisschen Blut auch nicht mehr aufregen. Ja, wir sind überhaupt nicht durchgedreht. Überhaupt gar nicht. Völlig normal. Ja. Das lasse ich mir gar nicht einreden hier. So, zwei haben wir noch. A great sheep who escaped this place 100 years ago. Does that mean I might be able to get out too? Not might, you will. Right. We'll get out. Those sheep there are talking about climbing techniques. I think I'll join them. Ja, die haben uns schon angehört. Die brauchen wir nicht normal hören. Und zu guter Letzt noch dieser Bursche hier. But these other sheep get in my way. They mess up the blocks that I pull out. I'm going to turn them all into sheep stew someday. Hey. So, ja, würde ich sagen, betreten wir mal wieder den Beichtstuhl. Mal gucken, was für eine knifflige Frage uns jetzt erwartet. Hallo. Hey. I know. Sit down. Na gut. Oh, man. I can't believe you didn't fall to the spike traps. That was fun to watch. I suppose you're different from the other sheep who stop here and wait for morning, afraid, waiting for destiny to save them. I can put this off. Only make me suffer longer. This is the fourth. Okay, wollen wir mal sehen. Are all men stupid? Sind alle Männer Arschlöcher? Oh Gott, was für eine verallgemeinernde Frage hier. Absolut, absolut. Ich als Mann kann das bestätigen. Nein, nicht alle Männer sind Arschlöcher. Let's Player, das sind nette Menschen. Also natürlich auch die weiblichen, ganz klar. Hey. All the other guys in here have the same person drop them in here. This is not the time to be worrying about the other sheep. Not if you want to survive. Listen, I can hear the voice of the one trying to take your life tonight. Again? Naja, wollen wir doch mal sehen. Wir werden wieder hochkatapultiert. Erstmal hier die Online-Ergebnisse uns angucken. Erhält Ergebnisse. Ja, natürlich. Also ich antworte total massenkonform. Erstaunlich. So, mein guter Vincent, und dann bin ich doch mal gespannt, was dich jetzt erwartet. Und ob ich dich da so halbwegs durchlotsen kann. This is the final area for tonight. Okay. Use the terrain to your advantage and avoid attacks. Ich versuch's. Man, what is it this time? Oh, Catherine, bist du's? Liebling, du bist nicht geschminkt. Give me a break. Aha. Na gut. Ja. Wir versuchen es. So. Nein, das war scheiße. Ich hab keine Ahnung, was du da machst. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und ich bin gleich zu frei, glaube ich, ne? Ja. Gut, das war's jetzt nicht. May you rest in peace. Now's not the time to be dead. The immoral beast has appeared. It's the killer. Do not die. Let's
So, und jetzt, wenn der einen nämlich trifft mit seinen komischen Liebesblähungen hier, dann dreht das die Steuerung um. Und das ist dann doch etwas verwirrend, möchte ich sagen. Ja, gut, alles klar. Das ist so. Hier hoch. Der kommt immer näher dort. Ah, verdammt, und da oben wäre der Checkpoint gewesen. Ach, verdammt. Okay. Ah. Was will ich immer mit dem Block? Triff mich hier bitte nicht. Da bin ich sehr verbunden. Natürlich trifft er mich, ist klar. Oh, das ist wirklich. Gut, weiter geht's. Ich fliege hier immer noch ein bisschen rum. Oh Mann! Ich vergesse es immer wieder. So, jetzt aber. Und runter hier. Damit er mich ja nicht trifft. So, weiter. Okay, wir kommen wenigstens schon mal zum Checkpoint. Unterstellen, schnell, okay. So. Okay, schnell runter. Ah, ne, er macht nichts. Geht hoch. Aha, aha. Ah, verdammt. Ja, da muss man jetzt auch um zwei Sachen auf einmal achten. Das ist natürlich, sind auch etwas vertrackt. Aber wenigstens sind wir im Kontrollpunkt angekommen. Geht schnell runter. Den jetzt rüber und hoch. Gut, bisschen schnell genommen. Ah, verdammt. Ach komm, Vincent, das wird nix. So wird es zumindest nicht. Ja, das erscheint alles so einfach irgendwie, aber man ist dann doch unter. Also ich bin hier dann doch unter relativ viel Stress. Also. Das war jetzt wohl das Blödeste, was man hätte machen können. Ah, ne. Nochmal versuchen, bitte. Das bringt so nichts. Okay, und rüber. Und wir hören die Glocke. Ah, Gott sei Dank hat er drunter gestanden.
Oh, ich glaube, wir können es schaffen. Ah, okay. Ja, das hat ja dann auch noch ganz gut geklappt. Heieieiei. I get it now. Das ist doch alles für den Hintern hier. Open the door. Oh nein! Die Bohnensuppe von gestern Abend! Nach dem Bud Spencer Filmmarathon! Man sagt ja, dass solche Lebensmittel denn doch schwere Träume machen. Ah, aber wir haben es geschafft. Mit Ach und Krach. Naja, was soll's. Hauptsache, wir sind weiter. Ja, ich muss erstmal wieder meinen Pulsschlag hier runterfahren, mal wieder. Wahnsinnig hektisch, die Levels. Ich möchte gar nicht wissen, wie das später wird. Oh, es geht einfach weiter. Catherine? Hä? Aber ich dachte, wir wären... What is she doing here? I thought I came home alone. Dachte ich eigentlich auch? Oh, shit. Sorry. Did I say something? Catherine. I did? Well, It's okay. But it's a bit embarrassing. It is? You haven't called me by my name. Ah, jetzt wissen wir, dass sie auch Catherine heißt. Und zwar mit C. Wie der Zufall es so will. Oh, guck mal, da hinten hat er ganz viele von seinen Boxershorts hängen. Hat wahrscheinlich nur diese eine, dieses eine Modell. Nothing. Are you fucking kidding me? Hey, are you angry with me? Sorry for coming by out of the blue. Wait, so she just crashed here? Well, I'm more surprised than angry. I thought that you'd want to see me, Vincent. Whoa, hey! I couldn't keep myself away from you. Last night was amazing. It was the first time I've ever done... something like that. What? Oh, wait. What did I do? You're gonna make me say it? You're so cheeky. Okay, time out. Time out. You've got 10 seconds. Okay, look. Why me? Because I like you. What about you, Vincent? What do you think about me? Ja, also. I think you're really cute. Ja, jetzt hat man keine Auswahlmöglichkeit, ne? Na gut. What else? What else? Am I just cute? How do I put this? I'm kind of jealous of you. You seem to live however you want. What do you mean? That's normal, isn't it? Vincent, you can live however you want to. Just so long as you never think of cheating on me. Cheating? Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Listen, Catherine. There's something I gotta tell you. Naja, da wollen wir doch mal sehen, wie das für den guten Vincent hier alles endet. Ja, während er hier lädt, ich habe mir mal Gedanken gemacht, was ich dann so als nächstes mal im Angriff nehmen sollte. Also zunächst sollte ich da vielleicht erstmal den Sailor Moon Let's Play aus dem Weg bekommen. Ich habe gedacht, es wird ein JRPG wieder werden, aber
nicht Persona 5. Noch nicht, auf jeden Fall. Come on. Aber das sage ich zu gegebener Zeit dann nochmal an. You think you look good in those? Yes. Quit joking around and listen. This is really important. Sorry. This month, I'm running really late. Uh-oh. I think I'm pregnant. Eieiei. Beste Reaktion ever. Say something. Sorry, So, what are you thinking? So why am I sweating? I mean, I have to take responsibility. Ach so, ich glaube jetzt, wenn das so angezeigt wird, dann spielt das eine Rolle, wie ich vorher geantwortet habe. Of course I'm happy, but... But? This is great. So you're happy. That's good to hear. To be honest, I was a little worried. It's so hard to tell what you're thinking sometimes. Oh, don't worry about me. I mean, yeah, it's surprising, but it's not like you're sure of anything yet, right? Well, yeah. Huh? Go ahead, answer it. Okay. Hello? Hello. Ja. It's me. Schön blöd von ihm, die Nummer zu geben. Ihr die Nummer Thank zu geben. You for calling. What are you doing? Hey, I'm in the area. You think we can meet up? Yeah, that's going to be a little difficult. Aww, you mean you can't? Where are you right now? How did she get my number? I gotta hang up or she'll suspect something. What's that? Hello? You're breaking up. Na, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. What was that? Just a call from work. Said something about a bug, but it got cut off. You know, the reception isn't very good in the office, but it didn't sound urgent, so... Not that. Your phone. Did you get another one? Huh? Oh, this. Yeah, the new model came out last week, so... It hasn't been that long since you got your old one. You could have still used it. Didn't you buy a new computer a little while ago, too? You always throw your money away. I... You're going to have to watch yourself from now on. You know what I mean, right? Right. Sorry. Well, it's okay since you've been working hard. After all, I might have to take maternity leave. Yeah. Ja, Entschuldigung, dass ich so ruhig bin, aber ich höre hier mal ganz gebannt der Story zu. We'll just have to split up. Muss auch immer noch so ein bisschen verschnaufen von der Level. Can't throw your clothes everywhere anymore. Oh, okay. It's a woman's job to get married. You're dating another woman? It's a man's job to stay single as long as possible. It really ticks me off. I'm gonna curse him to death. Maybe his name will be in the words from someone. Vincent, du hast eine ganze Ecke an Problemen. You need to make sure you're saving up. And all your late night drinking isn't cheap, you know. Und eins davon ist, aus rosa Tassen trinken zu müssen. So I'll be handling all our bank accounts. That voice. Listen to me. I'm listening. My stomach hurts really bad. So I'm gonna go to the bathroom. Vincent, you've been acting weird today. No, I'm fine. I'm fine, really. Genau, absolute Flucht nach vorne, Verdauungsprobleme vortäuschen. Hey. Is this the smoking section? Huh? Well, yeah. You're right. You've got to quit smoking too. It's not good for the child. Bathroom gotta go right now. I'll ask my parents when they'll be available. Ja, das war doch recht knapp.
Ja, interessant. Also Catherine jetzt auch noch schwanger eventuell. Und die andere Catherine mit C ist dem hier denn doch schon auf den Fersen. Ja, oder wir werden sehen, ob er solche Zusammenkünfte in Zukunft weiterhin verhindern kann. Ja, und wir sind wieder im Stray Sheep. I can't believe she didn't catch you. Still, if she's pregnant, your life is fucked with a capital F. It's not fucked yet. I mean, nothing's set in stone. So, then, what'd you tell her? Who's the father? I told her I was happy to hear about it. It doesn't look like you're happy at all. This is all getting too much for me, you know? So you're finally tying the knot. Congrats, Papa. Get ready to kiss your wife's ass for the rest of your natural life. No going out late, no liquor, no smoking, no gambling. No relaxing on weekends. Oh, wie sinnlich da hinten die Zwillinge ihre Pizza essen. Really? Dang, that sounds really tiring. Hey, you guys. Quit filling his head with doom and gloom. Erica! Come on, cheer up. Raising a nice, happy family is supposed to be a good thing, right? Ihr habt gut reden. A happy family. Never had one of those before. I can't see it. Yeah, well, you're not the only one. That's irrelevant. It's just because of the way you two grew up. So, Vincent, what's this weird dream you said you had? We'll listen to you tonight. Weird dream? Why are you asking now? I really can't remember it anyway. You don't? I was being chased by something. I don't know, it was scary. Ich sag jetzt mal nichts, wie es ausgesehen hat. Yeah, and you feel like you didn't get any sleep at all that night, right? Oh, what are you doing here? Did you people know the reason you're taught as a child to count sheep so you'll fall asleep is... Yeah, yeah, sheep rhymes with sleep or something. Ah, sorry. Hey, boss, another rum and cola, please? Hey, ja, oder ein Sarge lieber. Ich brauche, glaube ich, was Stärkeres. Not all of us. Anyway, you're having these weird dreams because you're cheating. Yeah, I get that. Besides, but... Catherine might be pregnant, right? Don't need to remind me of that. It is in a man's basest instincts to cheat. Here you go. Oh, danke schön. Yeah. Ja. And walk away. It's about what happens now. Well, have fun while you still can. Please. Ja, ich denke mal, jetzt werden wir wieder etwas Zeit hier in der Bar haben, wo wir ein bisschen mit den Gästen uns unterhalten können oder austauschen können. Hoffe ich zumindest. Und die Ladezeiten sind auch teilweise recht lang, habe ich gemerkt. Also, naja, gut, das ist, ich habe das jetzt auch nicht auf Festplatte installiert, sondern spiele das noch von der DVD. Damals ging das ja noch. Das geht ja zum Beispiel mit der PS4 nicht mehr. Ja, weiter geht's. Ja. Und wir sind wieder in der Bar angekommen. Ja, oder befinden uns jetzt wieder in der Bar, wo wir jetzt, wie gesagt, uns hier so ein bisschen umsehen können mal wieder. Und ich würde sagen, das ist auch mal wieder ein ganz guter Zeitpunkt, den Teil hier zu beenden. Ja, ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht, dieses Mal wieder bei Catherine. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Also bis dahin und tschüss.